Zwei Friseurinnen hatten die Idee. Die Zöpfe werden gesammelt und daraus Perücken für Kinder gemacht, die keine Haare mehr haben. Und dann hatten wir ja gefragt, tausche Haarzopf gegen Kurzhaarschnitt. Marie Bendlage will ihre Haare lassen für Kinder, die keine mehr haben. Die 13-Jährige nimmt all ihren Mut zusammen, denn 25 cm sollen ab. Die Mama hat mich mal gefragt und hat gesagt, dass ich ja vielleicht, dass ich so schöne Haare habe und die vielleicht spenden könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach das. Nicht nur Marie, auch viele andere wollen Haare spenden für den guten Zweck. Minimum ein Zopf und 25 cm. Die Friseurin Susi Masur und ihr Team aus Simmertal schneiden Haare wie am Fließband. Ziel, so viele Haarzöpfe und so viel Geld wie möglich für den Perückenmacher. Es ist halt so schön, weil helfen echt so einfach sein kann. Also wenn man überlegt, wie viele Haare sonst im Müll landen und es gibt Kinder ohne Haare, ist es einfach, ja, einen Zopf abschneiden und ein Kind zum Lachen bringen. Einfacher geht's eigentlich gar nicht. Zurück bei Marie Bendlage. Ihre Mama Angelina ist nervöser als die 13-Jährige. Ein bisschen Bauchweh, ist schon ein großer Schritt. Ich finde es toll, dass sie es macht und bin richtig stolz auf sie. Emotional ist der Haarschnitt vor allem für Miriam Reichert. Sie lässt ihre Haare aus ganz persönlichen Gründen. Also wir hatten gestern Party von meinem Sohn. Der hat gestern seine letzte Chemo geholt. Und das ist heute irgendwie so der Abschluss. Es passt heute. Es ist einfach besonders. Für Miriam Reichert eine neue Frisur. Für ihren Sohn hoffentlich bald ein neues Leben ohne Krebs. Es sind nicht die üblichen Klatsch- und Tratsch-Geschichten an diesem Tag im Friseursalon. Da kam heute ein älterer Mann rein, der hatte die Zöpfe von seiner Schwester. Und die hat die Mama ihm geschenkt, als die Schwester damals gestorben ist. Und ja, dann hat er die ganzen Jahre die Zöpfe aufgehoben und hat sie dann heute vorbeigebracht, weil er gesagt hat, dafür trennt er sich. Von ganz lang auf ganz kurz. Radikal, aber für die gute Sache. Marie Bendlage hat's hinter sich. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ich bereue es auch nicht und ich finde es ganz schön. Hätte nicht gedacht, dass so ein Ansturm ist, weil heute auch echt nur Herzmenschen da sind. Und das merkt man daran, dass die Leute kommen, die haben alle gewartet, stundenlang. Und alle trotzdem gut gelaunt und jeder gibt freiwillig Haare und gern auch 5 cm mehr, wenn es hilft. Und das kennt man so normal gar nicht. Knapp 1.000 Euro und 77 Zöpfe. Die Friseurinnen aus Simmertal wollen die Aktion auf jeden Fall wiederholen. Ja,